Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben wieder eine richtig krasse Release-Woche vor uns und wir werden natürlich die wichtigsten Releases zusammen abchecken. Schreibt auf jeden Fall jetzt hier unten in die Kommentare, was wir uns noch zusammen anhören sollen und dann machen wir da auf jeden Fall noch ein Video zu, Freunde. Heute haben wir jetzt Bentley in Weiß von Capital und ich muss sagen, es tut gut, ihn wieder auf der Release-Liste zu sehen. Er haut heute sogar zwei Songs raus, ein Feature ist auch noch rausgekommen. Und er wird für immer so ein Special Place bei mir im Heart haben irgendwie. Gerade so die Zeit 2018, 2019. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, wir haben Reactions gemacht auf legendäre Songs mittlerweile. Wieder Lila, 5 Songs in einer Nacht, Melodie mit Juju zusammen. Zu all diesen Songs habe ich eine Reaction gemacht und deswegen, keine Ahnung, verbinde ich mit Capital immer so schöne, sommerliche, sorgenfreie Zeit 2018, 2019. Und keine Ahnung, ich freue mich immer, wenn er release. Bentley in Weiß hört sich auf jeden Fall, finde ich, nach so einem sentimentaleren, nachdenklicheren Song an von ihm. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Let's go. Boah, irgendwie Feeling ist jetzt schon geil. Feeling ist jetzt schon geil. Oh, okay, okay. Krass. Das ist das erste Mal, dass er das seit langer, langer Zeit so namentlich alles erwähnt. Krass. Wo gehöre ich hin? Team Kuku Bushido Samra. Krass. Okay, okay. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass er sich so äußert dazu. Wo gehöre ich hin? Team Kuku Bushido Samra. Dein Kollege, wenn ich ein Liebe, liebe ich wie kein anderer. Das glaube ich aber wirklich. Ich glaube, wenn Capital dich zu seinem engeren Kreis zieht, dann geht er wirklich in den Krieg für dich. Also das habe ich auch so gespürt in allen Sachen. Was vielleicht auch der Grund ist, warum er sich manchmal eventuell mit den falschen Leuten so angefreundet hat, wie auch immer. Weil ich glaube, er ist ein sehr, sehr herzlich und herzensguter Mensch einfach. Denn für mich heißt Bruderliebe, wenn ich ihm die Waffe aus der Hand nehme und selber schieße. Gott ist mein Zeuge, ich habe nie aufgehört zu leben. Und die ganzen Dämonen, sie sind vertrieben. Und nie wieder kann mir einer was verbieten, denn nicht mal Asche ist geblieben. Boah, ich finde aber auch so, die ganzen Dämonen sind weg, so die, wie er so darüber redet. Ich hoffe, dass es zumindest so ist, dass er jetzt wieder back ist, frisch ist, die ganzen Probleme und was auch immer Vergangenheit ist und jetzt, keine Ahnung, mit sich selbst im Reinen ist. Das würde mich freuen für ihn. Bentley in Weiß, auf Jackie und Flames, komm, ich picke euch, egal wie ihr mit Nachnamen heißt. Denkst du, ich brauch einen gepanzerten Jeep, weil keiner von den Bastarden schießt. Das gibt mir wirklich so ein bisschen dieses Feeling von 2018, 2019, Capital released mitten in der Nacht, einfach so mitten in der Woche, auch irgendein Track, der unangekündigt rausgekommen ist, auch diese Joker-Bra-Zeit und so. So ein bisschen dieses Feeling habe ich, sage ich. Komm, ich ficke euch, egal wie ihr mit Nachnamen heißt. Und ich brauche keinen gepanzerten Jeep, weil keiner von den Bastarden schießt. Ausbremsen, aussteigen, rausziehen und Ohrfeigen. Sie drücken 200 Kilo, doch kann kein Wort halten. Aber Brate, boah, das ist eine starke Zeile auch, finde ich. Sie drücken 200 Kilo, doch können kein Wort halten. Diese Prinzipien irgendwie, dass er verraten wurde, dass er enttäuscht wurde, auch viel von Menschen, hört man daraus. Dieses, keine Ahnung, immer mit den falschen Leuten angelegt und mit dem falschen Freundeskreis sich irgendwie sicher gefühlt. Ein Problem, wenn ich Beef habe, siehst du mich im X7 hinten rechts mit Kriegswaffe. Wenn sie keinen Grund brauchen, brauche ich auch keinen Grund haben. Wenn ich will, mache ich ein Album in 5 Tagen. Boah, ein Album in 5 Tagen erinnert mich sehr an 5 Songs in einer Nacht. Ich mache 5 Songs in einer Nacht, ich mache ein Album in 5 Tagen. Gerade noch drüber geredet, es ist wirklich dieses Feeling von früher. Bei mir zumindest, es kommt hoch. Sie verlieren ihr Gesicht mit 50 Jahren, weil sie bei TikTok live rumblasen. Oh shit. Okay, krass. Das ist, finde ich, ein starker, kann man Comeback-Track sagen? Ich weiß nicht, er war ja nie wirklich, wirklich weg, aber das ist für mich ein sehr, sehr starker Opening-Track, Mann. Holy shit. Jan, weil sie bei TikTok live rumblasen. Oh, dieses Lächeln, dieses abgefuckte Lächeln danach noch. Das ist ein starker Track. Auf Jackie und Planes komm, ich picke euch, egal wie ihr mit Nachnamen heißt. Denkst du, ich brauch einen gepanzerten Jeep, weil keiner von den Bastarden schießt. Das ist auch so eine starke Zeile, so ich brauche keinen gepanzerten Jeep. Es schießt doch eh keiner auf mich. Alle große Klappe, aber passiert nicht so. Auf Jackie und Planes komm, ich picke euch, egal wie ihr mit Nachnamen heißt. Und ich brauche keinen gepanzerten Jeep, weil keiner von den Bastarden schießt. Ich finde, das ist sehr, sehr stark.
gerade so die Zeile gegen Arafat natürlich in die Richtung. Krass. Da natürlich auch, ey, im selben Zuge zu der TikTok-Arafat-Line, die Zeile, mir ist egal, wie du mit Nachnamen heißt, so, geht natürlich Hand in Hand so quasi. Softair, das war eine Softair-Pistole. YouTube, alles gut. Krass. Bentley in Weiß. Stark. Ein sehr, sehr starker Track, finde ich. Also wirklich, das hat sich nach dem, man sagt ja immer den alten Kapital, dem alten so und so, aber es hat sich vom Feeling her einfach an die alte Zeit angehört und angefühlt, finde ich. Ich fand, es war ein sehr ehrlicher Track. Ich fand stark, dass er nicht so aggressiv war, sondern er hat sich eher enttäuscht und ruhig angehört und aber auch mit sich selbst in Reinem angehört. Die Diss-Zeilen irgendwie waren auch eher von Enttäuschung geprägt und nicht aus Hass, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und ich finde, das ist ein starker, starker Track gewesen, sowohl vom Soundbild her als auch vom Inhalt her. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden, wie gesagt, alles weiter von Kapital verfolgen. Ich wünsche nur das Beste so. Es gab natürlich auch nach diesem 2018, 2019 Hype-Ding mit einem Hit nach dem anderen eine Zeit, wo ich die Songs auch gar nicht mehr gefühlt habe. Das könnt ihr ja auch in den Reactions sehen, so auch die Joker Bra Sachen, manche, und die habe ich gar nicht mehr gefühlt. Das war für mich dann auch gar nichts mehr. Aber so gerade die 2018, 19er Zeit mit Samra auch zusammen natürlich. Das war schon eine geile Zeit für uns alle. Das war schon eine geile, geile, geile Zeit für uns alle, glaube ich. Und das haben wir alle sehr enjoyed irgendwie. Ey, Freunde, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir abchecken sollen zusammen. Gerne auch internationale Releases. Ich habe ein bisschen mehr Bock, auch internationale Sachen abzuchecken. Da geht viel ab und da können wir auch viel reinhören ab und zu mal. Deswegen schreibt mir gerne alles Mögliche rein, was reingekommen ist. Ansonsten, habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt alle so fresh und gut aussehend wie immer. Wir sehen uns und ciao.